Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch mal ein sehr einfaches Menü, ein sehr einfach nachzubauendes Menü. Ihr braucht da gerade gar nicht viel Kenntnisse über den RPG Maker, könnt es einfach nachbauen. Innerhalb von 5 Minuten seid ihr fertig. Viel Spaß mit dem Tutorial. Als erstes gehen wir zu unserer Map und erstellen ein neues Event. Dieses setzen wir auf Autostart. Klickt auf die leere Zeile und wählt Schalter aus. Nennt diesen Schalter Menü und stellt ihn auf ein. Klickt direkt darunter und schaltet den Selbstschalter A ein. Erstellt nun eine zweite Seite und macht einen Haken bei Selbstschalter und wählt A aus. Geht kurz zurück zur ersten Seite und klickt ganz oben, doppelt auf den Schalter, damit wir noch was einfügen können. Geht zum dritten Reiter und wählt Menüzugang ändern aus. Wählt dort deaktivieren, damit sich das Menü nicht mehr öffnet, wenn man Escape drückt, denn diese Funktion wird nun ersetzt. Übernehmt das Ganze und geht nun zu den gewöhnlichen Ereignissen. Dort erstellen wir ein neues Ereignis und nennen es Menü. Stellt es auf Parallelprozess und benutzt den Schalter Menü, den wir vorher erstellt haben. Klickt nun doppelt in die leere Zeile und wählt 5 Frames Warten aus. Nun gehen wir zur bedingten Abzweigung und markieren Taste und wählen Abbrechen aus. Klickt auf OK. Nun klicken wir doppelt in den If-Fall. Dort machen wir eine Auswahlanzeige. Ich lasse sie in der Mitte des Bildschirmes anzeigen. Statt Ja schreibe ich Item. Und statt Nein schreibe ich Skill. Geht nun in den Item-Fall und klickt doppelt in die leere Zeile. Wählt Script aus. Dieser Script öffnet direkt und ohne Umwege das Item-Menü. Ich werde alle Scripts für das Menü in die Videobeschreibung packen. Ihr müsst sie nur kopieren. Bei Skill mache ich das ebenfalls. Ich füge bei der dritten Auswahl noch Status hinzu. Jetzt kommt ein Testlauf. Wir sehen, wenn wir die Escape-Taste drücken, öffnet sich nicht das Menü, sondern die Auswahlanzeige, die wir gerade erstellt haben. Eine kleine Sache werden wir jetzt noch korrigieren. Und zwar sieht man die Auswahlbox hinter dem Menü noch. Fügt einfach vor jedem Script 20 Frames Warten ein. Das sollte das Problem beheben. Ihr könnt mit diesem Menü auch ganz andere Sachen dazu eventen, wie zum Beispiel eine Weltkarte anzeigen lassen oder ihr fügt zum Beispiel ein Handy ein. Dieses Menü lässt sich ganz einfach erweitern und ihr könnt damit kreative Auswahlmöglichkeiten erstellen. Das war es jetzt auch wieder mit diesem Tutorial. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn das Tutorial euch gefallen hat. Und vergesst natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keines meiner Tutorials mehr verpasst, denn in den nächsten Wochen kommen bestimmt ein paar mehr Tutorials. Bis dahin, Tschüssikowski!